Moin Moin, herzlich willkommen bei Infinity Minigolf. Ich möchte euch mal das Spiel zeigen. Und zwar, das ist euer Charakter, den könnt ihr auch gerne verändern. Das ist auch ganz toll, man kann ja, sich die Frisur kann man verändern hier, man kann sich T-Shirts holen, Hosen, Schuhe, Gürtel schnallen. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, was das sein soll. Jedenfalls noch Armbänder, Golfschläger, Golfbälle. Ja, was haben wir denn sonst noch? Brillen. Die Augenfarbe. Ja, gut. Okay, es gibt auch noch andere Golfbälle, habe ich zufällig mal gesehen. Wenn ich jetzt mal auf den L-Stick klicke. Ne, okay, das kann man da jetzt nicht sehen. Aber es gibt noch irgendwie so kegelförmig und... Ach, ganz eigenartig. Jedenfalls ganz schockig. So, jetzt stelle ich erstmal meinen Charakter wieder her. Moment. So. Weil wir ja wieder ordentlich haben hier. Welches nehmen wir denn mal? Man kann sich die ganzen Punkte freispielen, wenn ich jetzt mal hier gucke. Da gibt es Missionen. Zum Beispiel kauf einen Gürtel. Oder andere Dinge. Unten sind dann so halt, ja, wie soll ich sagen, das mit den Sternen, das ist dann zum Aufleveln quasi. Und die drei oberen Felder, die sind halt, die kann man so einfach mal machen. Und man kriegt dann halt seinen Kontostand ein bisschen aufgepowert da. Und dann kann man, wenn ich jetzt mal gucke im Shop, kann man das gegen dieses Geld einlösen. Dann kriegt man ein paar Karten, die man dann braucht, um die anderen Gegenstände zu besorgen. So, wie gesagt, jetzt stelle ich erstmal meinen Charakter wieder her. Wie war denn das noch hier? Nee, nee. So. Mal den Golfball. So. Ja, das passt doch schon wieder. Okay. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann alleine spielen oder man kann auch zu Hause mit anderen spielen. Dann gibt es auch noch einen Online-Modus. Da kann man auch bis zu 8 Spielern, glaube ich, spielen. Auf jeden Fall ganz schockig das Ganze. Achso, und ganz interessant ist, man kann hier auch noch seine eigene Minigolfbahn selber bauen. Das ist ganz toll. So wurde denn schon online von Spielern hinzugefügt, aktueller Stand, über 7100 Strecken Minigolfbahn. So, ich gehe jetzt einfach mal auf Solo spielen. Es gibt denn drei verschiedene Themen. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem G and Home an. Da gibt es da unten, kann man auch sehen, hier einen Logbrowser. Ein schnelles Spiel, Turniere, Editor. So, ich mache mal sonst ein kleines Turnierchen. Hab schon mal was angefangen damit. Simon Scherze. Das Ganze spielt ihr dann halt mit dem ganz normalen Controller. So, und dann geht's los. Kann sich schön hier umgucken. Die Grafik, muss ich sagen, ist echt top. Auf jeden Fall echt super gemacht. Habe ich auch schon jetzt so von anderen Kollegen gehört, die finden das genauso. Um den Ball ein bisschen besser zu verfolgen, könnt ihr dann die Dreieckstaste benutzen. Da zoomt ihr quasi auf euren Ball. So, das war schon das erste Loch. Gleich ein Hole in One. Das ist doch super, passt doch. Okay. Jetzt schauen wir mal, wie wir das denn hier bewältigen. Spielen tut ihr eigentlich so mit X und mit den beiden Sticks. Mehr Tasten braucht ihr eigentlich für dieses Spiel gar nicht. So, mal gucken, ob das was wird hier. Ah, nicht ganz. Okay.
So, jetzt fliegt die Drohne darüber. Zu der tollen Fahne. Kann man sich hier so ein bisschen umschauen. Total witzig gemacht. Also ich kann das Spiel echt sehr empfehlen. Vor allem es gibt immer neue Bahnen, die man spielen kann. Und ich habe das jetzt auch schon online mit zwei Freunden gespielt und ey, das ist so lustig. Also ich werde dazu wohl auch nochmal irgendwie ein Video machen. Wie wir dann mal zusammen online spielen. Das wird, wie gesagt, sehr witzig. Oh, was macht die Maus denn da? Die hängt da so rum. Ja, gucken. Da muss das Timing stimmen. So, da haben wir schon mal drüben. Also durch den Editor können die Bahnen auch riesig ausfallen, ne? Ich habe mich selber auch schon mal rangemacht und schon mal drei Bahnen gebastelt. Mit ein bisschen Übung ist es nachher ganz einfach zu erstellen. Man kann auch Hindernisse reinsetzen und alles. So, na, hau das so ungefähr hin, ja, ne? So. Dann schlagen wir einfach mal. Ach Gott, nee. So, aber jetzt. Bingo. Drin ist er. Eagle. Ja, schön viele Punkte. Natürlich können es mehr sein. Gut ist es immer, wenn man diesen einen lila Stein da noch erwischt. Dieses Juwel. Dann gibt es hier noch solche Boosts, womit man denn noch was machen kann. Mit dem Flugboost bin ich irgendwie noch nicht so ganz klar gekommen. Jetzt fliegt mein Ball da oben irgendwie hin, aber ich weiß nicht. Jetzt kommt er wieder runter. So, da unten haben wir jetzt Kleber. Dadurch ist der Ball ein bisschen fester. Ja, aber... Oh, schade. So, aber jetzt kriegen wir ihn rein hier. Wunderbar. Ja, ist auch manchmal Glück. Das erste Turnier ist ja schon fast zu Ende. So. Jetzt können wir mal den Ball ein bisschen verschieben. Müssen wir mal gucken, dass wir hier so gegen die Banane spielen. Ich hoffe, das wird jetzt was. Ach, fast. Ja, hier will ich reinspielen. So. Jetzt wird er denn hochgefahren. Die Ratte hilft mir dabei. Ich zoome mal hinter dem Ball hinterher. Ja. Jetzt geht's da runter. Kulla, kulla. Dann haben wir den Kleber und ins Loch. Wunderbar. So soll es doch aussehen. So. Noch bin ich in Führung. Hoffentlich bleibt das so. Okay, da haben wir so eine Rakete. Mal gucken, ob das jetzt alles so auch hinhaut. Da so rum. Und jetzt kann ich die Rakete benutzen. Jetzt springt er darüber. Oh, warum habe ich den jetzt angehalten? Das war jetzt nicht so ganz schlau. Hatte da diesen Kleberboost und so, ich weiß auch nicht. Ich habe den jetzt irgendwie benutzt.
jetzt haben wir diese Bahn. Schauen wir mal. So, jetzt. Achso, was ihr nicht gesehen habt, vielleicht, ich habe so einen Magnetboost gehabt. Und da kann ich durch diesen Magneten den Ball ins Loch ziehen. Auch ganz witzig. So, erster Platz. Hey! So, okay. Das war Giant Home. Achso, hier kriegt man dann die Belohnung. Was sind denn diese Karten? Man hat dann 15 Karten für Brille jetzt und 15 Karten für die Hose. Und die kann man dann halt dann einlösen. Denn. Ja, und ein Shirt habe ich jetzt auch gekriegt. So. Jetzt können wir ja sonst mal dieses Nightmare Mansion, glaube ich, heißt das, angucken. Das Thema. Ja, gehen wir mal rüber. So, da haben wir es. So. Ah, das ist cool unter der Brille, wenn man da jetzt gleich durch die Tür geht. Da fliegen einem die Fledermäuse ins Gesicht. Seht ihr vielleicht so ein bisschen gleich. So, jetzt geht's los. Jetzt kommen wir immer ein bisschen näher und so. Die Fledermäuse kommen auch immer näher und das ist witzig. So, hier so ein bisschen spooky Landschaft hier. Fledermäuse, Geister und was man hier noch alles so sieht. So ein Labyrinth, hinten ein Friedhof. So eine Gargoyle-Figur. Und da hinten ist das Batmobil, sag ich mal dazu. Ich finde, das passt so ein bisschen. So, dann wollen wir mal versuchen, hier mal voranzukommen. Okay, vielleicht ein bisschen stärker schlagen. So, probieren wir. So, sind hochgekommen, wunderbar. Den hätte ich aber gerne. Der bringt noch mal ein bisschen extra Punkte. Ich hoffe, da geht der Ball auch rein. Jawohl. Glück gehabt. So ein bisschen extra Punkte kann ja nie schaden. Oh, da ist aber jemand besser wie ich. Der hat einen Hole-in-One geschafft, verdammt. Wenn du einen Hole-in-One hast, dann kriegst du bei der nächsten Partie die Punkte, die du da erspielst, mal 2. Och, ist nicht wahr jetzt, ne? Ja. Oh. Ich hätte eigentlich gedacht, man müsste vielleicht ein bisschen stärker schlagen. Aber gut, hat ja gepasst. Sag mal, was ist mit dem denn los? Der hat ja jetzt schon wieder... so. Ich darf nicht in die Hecke spielen. Wenn ich in die Hecke spiele, dann ist der Ball weg. Ich hab, ach, scheiße. So, ein Mist hier. So. Gleich nochmal probieren. Ah, gut. So. Sag mal, wie soll ich den denn toppen hier? Muss ich wohl noch ein bisschen üben. So. Da hinten sehen wir ja auch noch so einen Charakter. Der Kürbiskopfmensch da hinten. Da sehen wir so einen Funkeln auf dem Boden. Ich will mal versuchen, dagegen zu spielen. Die können nämlich auch ein bisschen agieren. Na gut, nicht. Ein Klappergebiss hier. So. Okay,
Jetzt hat er den Ball. Und er ist so freundlich und unterstützt mich so ein bisschen. Oder auch genau das Gegenteil kann passieren. Na, hier unsere fleischfressenden Pflanzen. Okay, sieht nicht so gut aus, dass ich das Turnier gewinnen werde, aber darum geht es ja jetzt in erster Linie gar nicht. So. So geht's auch. Ja, noch halte ich mich auf den zweiten. So, wie spielen wir denn hier? Versuch's mal hier einfach so über die Ecke. Ja, nicht so ganz. Oh, sag mir mal. So, da haben wir gleich das nächste, den nächsten Parcours hier. Ah, mal ein Hole in One. Wunderbar, dass das auch mal funktioniert. Boah, vielleicht kann ich ja von den Punkten ja noch wieder aufholen. Wird aber schwierig. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie das hier vorangeht. Okay. Mit dem Joystick, den ihr da einsammeln könnt, dann könnt ihr den Ball auch ein bisschen lenken. Aber da müsst ihr immer gleich zum Aktivieren gleich X drücken. Ah. Verdammt. Die Steuerung ist nicht so unbedingt einfach denn gerade. Okay, jetzt habe ich es ein bisschen blöd. Jetzt kann ich das nicht so richtig sehen. Jetzt muss ich mich sogar mal hinstellen. Also ich glaube, das ungefähr haut so hin. Na, konnte man jetzt nicht so gut sehen. Das ist ein bisschen schade denn bei der VR-Brille. Manchmal. Das kommt aber nicht oft vor. Man kann auch diesen Modus auch komplett ohne VR spielen. Oh, jetzt. Hui. Ja, muss ich jetzt aber Gas geben. So, der steckt ihn darüber, darüber, da. Boost. Probieren wir mein Glück. So, jetzt hilf mir mal. Ach. Wie man sieht, ich hatte kein Glück. Ja, wir können ja jetzt sonst auch direkt dahin spielen. Na gut, jetzt bei dem Schlag sollte er jetzt drin sein. Ja, sieht gut aus. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ah, ihr macht mich wahnsinnig. Na gut, zweiter Platz. Dann kann ich immer gewinnen. Ja, auch gar nicht so viel gefehlt. Na, vielleicht beim nächsten Mal. So, aber gar nicht so lange aufhalten lassen.
die Aufnahme beträgt ja nur eine Stunde. Maximum. So, dann gehen wir jetzt in Santa's Factory. Und machen da dann nochmal ein schnelles Turnier. Jetzt wird's weihnachtlich. Dann können wir so ein bisschen umschauen hier. So. Hier die Geschenkefabrik hier. Unser kleiner Jedi-Freund. Ja. Sieht auch ganz schön aus hier. So. Gut, aber jetzt zum Spiel. So. Und drinne. Ja, das kann sich ja eher sehen lassen. Okay, wir können den Ball auch noch ein bisschen versetzen. So, Jedi-Freund, dann zeig mal hin da. Hat so ein bisschen Angst vor dem Ball. Ja, Hole in One. Würde ich mal so sagen. So, an der Spitze. Na, vielleicht gewinnen wir das Turnier. Wenn ich das jetzt auch noch da treffen würde, wäre das ja fantastisch. Ah, oh, das wird schwierig. Oder ich versuche so direkt drauf zu spielen. Mal gucken. Gehen wir mal Vollgas hier. Ja, hat geklappt. Aber leider das lila Juwel kriege ich da nicht. Und wieder ein Hole in One. Super. Danke, Jedi. So, jetzt haben wir die nächste Bahn. Diesmal hilft er uns nicht. Jetzt müssen wir zusehen, wie wir klarkommen. Ich spiele auch einfach ganz gerne mal so. So außenrum. Das sieht dann so aus. Manchmal bringt das ja auch was. Manchmal. Ich bin frustriert. Warum schlage ich so stark? So. Ein Igel. So, nächste Partie. Okay. Wie komme ich denn da vernünftig hin? So, jetzt können wir ein bisschen mitsteuern. Oh, verdammt. Das war nix. Okay. Da muss es auch ohne gehen. Ja, was ist hier los? Ah, ja, drinne. Wunderbar. Glück gehabt. Albatros. So, er hilft mir auch nur bedingt. Da wird der Ball angesaugt, da kommt er raus. Okay, wir probieren es einfach mal. Ich glaube aber, da ist es wichtig, dass das Timing stimmt. Erstmal muss der Ball sowieso dahin kommen. Ich hoffe, der Winkel kommt hin. Ah, natürlich nicht.
Ja, aber doch schon ganz dicht am Loch, ne? Kann ich mit leben. So, jetzt probieren wir das nochmal mit dem Lenken. So. Oh. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Achso, jetzt habe ich die Richtung verwechselt. Jetzt will er mich noch ärgern hier. Ja, noch ein paar Juwelen eingesammelt. Also ich kann es echt nur empfehlen, Leute. Holt euch dieses Spiel. Spielt ein paar Online-Partien miteinander. Es ist so fetzig. So, jetzt haben wir auch nur noch zwei Bahnen und dann ist auch schon Feierabend, auch mit diesem Video. So. Drinne. Also bei den anderen Turnieren sind noch andere Charaktere, die dann einen unterstützen. Mitunter haben wir auch den Weihnachtsmann, den sie auch ganz witzig gemacht haben. Ja, schön. So läuft das doch gut. Ja, wenigstens das Turnier nochmal gewonnen. Ja, das ist auch noch einer von den Charakteren, die helfen nachher. Sehen wir noch welche? Nee. Nee, nix weiter. Na gut. So, holen wir uns nochmal unseren Bonus ab hier. Unsere Belohnung. Okay. Gehen wir ins Home-Menü. So, auch wieder freigeschaltet. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, es gibt dann noch ein lokales Spiel, wo ihr dann mit Freunden zu Hause spielen könnt. Dann noch halt das Online-Spiel. Achso, ich wollte euch noch was zeigen, genau. Und zwar gehen wir jetzt mal hier nochmal rauf. Und zwar in den Log-Browser. Wie gesagt, beim Editor könnt ihr euch selber Bahnen erstellen. So, und zwar hier. Ab wieder auf die Spooky Bahn. So, hier könnt ihr denn sehen, die erstellten Bahnen von anderen Spielern. Könnt ihr denn auch benennen, die ganzen Strecken? Könnt ihr euch alle teilen? Dann geht's Favoriten. Meine Löcher. Okay, wurde schon von ein paar Leuten gespielt. Ich zeige euch jetzt mal eine Bahn, die ich erstellt habe. So, so groß kann man die nämlich noch bauen. Und noch größer, glaube ich, ein Stückchen noch. So ein Klappergebiss. Die böse Hand. Die Eule. Boah. So, jetzt müssen wir da durch. Ja, noch ein bisschen abwarten. Das Timing muss hier stimmen. Ja, wunderbar. Geschafft. So, nun mal so als kleiner Zusatz noch. So. Okay, jetzt gehen wir aber wirklich raus. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen
und ich hoffe, ihr schaut euch meine anderen Videos auch nochmal an. Ja, da habt ihr immer ein paar neue Infos zu den PlayStation VR-Spielen. Okay, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Germany Foxy.